Wir haben uns hier getroffen, um ein bisschen über unser Business und über unsere Methoden zu diskutieren. Und mich nimmt vor allem Wunder, du als Farbtherapeutin, also wie muss ich mir denn so eine Farbtherapie vorstellen? Wir machen einen Termin, also man kann das online machen oder du kommst zu mir heim und wir schauen das miteinander an, wir machen ein Lebensrad. Das ist so der Standort, wo stehst du jetzt gerade in gewissen Bereichen wie beruflich, gesundheitlich, familiär. Hast du irgendwie Wünsche oder kannst deine Ziele hast du schon können erreichen, dann kannst du das mal 5 Minuten kannst du Zeit nehmen und das wirklich herausfinden für dich, wo stehst du gerade. Okay. Und wenn wir dann so einen Standort bestimmt haben? Nehmen wir ein Beispiel. Dein Wunsch ist, in 3 Monaten das Ziel zu erreichen, das du dir gesetzt hast. Dann ist die nächste Folgerung daraus heraus, dass wir das abbrechen auf die Woche und auf den Tag. Was kannst du dann an diesem Tag verändern, damit du nachher in 3 Monaten das Ziel erreichst? Ich habe ganz viele, die Probleme haben in der Schule mit Lernschwierigkeiten, zum Beispiel zum Hausaufgaben machen. Okay, also dass mir nicht so schwer fällt, mich anzusetzen und mich zu überwinden, die Aufgabe zu machen und dann aber auch einfacher lernen. Genau. Und dann tun wir das Ziel, wenn du sagst, jetzt in 3 Monaten brechen wir das langsam runter und nehmen das wirklich auseinander. Was ist denn der nächste Schritt, den es jetzt wirklich braucht? Wo ist die Schwierigkeit? Ist die Konzentration zum Beispiel ein Thema? Oder ist der Stoff, den du nicht verstehst? Und dann wird das wirklich so stetig auseinandergenommen und dann wird das angeschaut. Okay. Und wo kommt jetzt da also die Farbe rein? Welche Rolle spielt denn dabei jetzt die Farbe? Die Farbe ist dann begleitend. Wir machen dann mit Farbkreis anschauen, was du deine Lieblingsfarbe ist, zum Beispiel. Okay. Und dann gehen wir dort wirklich mit dem Gefühl rein, das anschauen. Dann machen wir genau die gleiche Aufgabe malen. Wo hast du den grössten Widerstand? Und das ist dann meistens die Problematik, wo dann mir erzählt, wo du das Problem hast. Und wir schauen dann dort an und die Farbtherapie ist wie so eine Zwiebel, musst du das vorstellen. Und gehen wirklich so Stück für Stück dorthin, wo eigentlich die Ursache liegt. Und wenn wir die Ursache angeschaut haben und können beheben, dass dir einfach nachher schlussendlich leichter fällt, um an diesen Schulausgaben zu arbeiten und mit der Farbe, das tut dir helfen, unterstützen, begleiten, dass dir vieles, vieles leichter fällt beim Lernen zum Beispiel. Also das heisst, Farbe, also meine Lieblingsfarbe, die assoziiere ich mit irgendeinem Gefühl assoziieren und über das Gefühl, ich sage jetzt immer mal, kannst du mit deinem Wissen natürlich so wie zwischen den Zielen lesen und auch mit meiner, wie darf ich dem jetzt sagen, mit meiner Hassfarbe, mit etwas, was ich wirklich und ich nicht gerne habe, dass du dann einfach ein bisschen, also irgend auf deine Art mit deiner Technik dahinter fragst, was, könnte, was hat das für mich für eine Bedeutung? Begleitet mich denn die Farbe auch? Ich kenne Farbtherapie auch im Sinn von, die Farbe ist das Werkzeug und jetzt da beim Eruieren, verstehe ich das richtig, ist die Farbe eigentlich mehr der Übermittler von dem, was ich vielleicht nicht in Wort fassen kann. Und begleitet mich dann nachher die Farbe auch während dieser Therapie? Genau. Ich sage immer, wenn du nicht kannst, wenn du das Wort nicht findest, mal mir ein Bild und ich lese daraus raus und ich verstehe dich. Mhm. So bildlich einfach gesagt. Mhm. Ein Übersetzer? Genau. Das klingt alles mega spannend. Wie bist denn du zu dem gekommen, mit Farben so zu arbeiten? Das war ein langjähriger Prozess natürlich. Und ja, wenn ich kurz darf, ausholen über mich. Ich habe 15 Jahre in einer Depression gelebt. Das ist für mich also wirklich schwarz-dunkel gsi, mein innere Licht fehlt und ich hatte nie gerne viel Farbe. Und ich habe dann immer etwas gesucht, das mich eigentlich wieder rausholt. Ich habe mich dann wirklich auf den Weg gemacht mit Persönlichkeitsentwicklungen. Und bin dann irgendwann auf das gestoßen, einfach gedacht, das ist faszinierend, die Farbe, was das kann erzählen kann. Nur schon aus meinem Beruf heraus, den ich erlernt habe, Floristin. Wenn man dort verschiedene Farben kombiniert, was das für Wirkungen hat. Mhm. Und das ist eigentlich so langsam mein Weg und ich habe einfach nicht mehr gemerkt, dass die Farben immer wieder mit mir kommunizieren wollen, redet eigentlich für mich. Ich kann das zum Ausdruck bringen und habe dann einfach mehr wissen, was kann ich machen. Und ich finde es mega spannend, es gibt so viel Spektrum. Das ist das Gleiche, wenn du am Morgen aufstehst, was ziehe ich an? Wie fühlst du dich? Und so ziehst du dich auch an. Ja. Und das hat jeder, der vor dem Kasten steht, heute habe ich Lust auf schwarz, heute habe ich Lust auf blau. Und das ist extrem spannend, einfach das zum herausfinden.
Ja, was macht die Farbe mit dir? Wenn du dir vorstellst, du würdest jetzt einen gelben Mantel anziehen, was macht das mit dir? Was gibt das für Gefühl? Oder einen blauen? Oder eben, ich habe dann auch gemerkt, ich habe einen riesen Widerstand seit Jahren auf Blau und habe nie gewusst, wieso. Ja. Ich habe das abstoßend gefunden. Spannend, weil das Ja. ist meine Lieblingsfarbe. Ja. Ja, so ist es Ja. verschieden. Und ich habe dann eben herausgefunden, weil ich eben so wie Zwiebeln geschält habe, habe dann herausgefunden, an was es liegt, wieso, dass ich so einen Widerstand auf Blau habe. Weil das einfach ein Erlebnis, ein Moment war, ein schlimmer Moment für mich in der Kindheit, ein Trauma. Okay, genau, das ist ja, ich finde, das ist auch, oder ich höre das immer wieder, das Thema mit der Kindheit. Ich meine, wir sind jetzt über 40, das dürfen wir jetzt da so schon, schon sagen. Physisch über 40. Und in diesen vielen Therapieformen geht es immer wieder um die Kindheit. Und ich höre das selber auch, wenn ich arbeite. Die Leute sind viele sind's leid, in dieser Kindheit buddeln. Ich sage jetzt das extra so ein bisschen überspitzt, weil es gibt ja auch sehr, sehr schöne Momente in der Kindheit so. Aber die kann man ja auch stehen lassen, die sind in der Therapie in dem Sinne ja auch nur ein Hilfsmittel, dass man sich auch das Gute erinnert. Wie relevant oder wie wichtig ist bei dir in der Farbtherapie, oder ich habe das jetzt schon richtig verstanden, wahrscheinlich auch in einem Coaching, also in einem begleiteten Prozess, wie wichtig ist dort für dich die Kindheit? Wie lang in Prozent, etwa, Erfahrungswert, wie viel Prozent wird in der Kindheit umgewühlt? Also ich sage, prozentual ist es individuell. Ich spüre das ja dann, es gibt auch einen Widerstand, eben wenn jetzt einer sagt, gar nicht, ich möchte gar nicht in die Kindheit ane, dann lasse ich es auch stehen, weil ich mache keinen Druck. Weil Druck erzeugt noch mehr Druck und Stress, sage ich jetzt einmal, zwischen 2 und 10%. Gehst in die Kindheit? Wenn. Ja. Aber solange er es okay gibt. Also ich frage immer wieder, ist es okay, sind wir bereit, einen Schritt weiter zu gehen? Und ich merke, ob er es wirklich ernst meint oder nicht. Ich spüre den Widerstand. Und wenn ich den Widerstand spüre, dann ist klar für mich, dann ist es bis dahin und nicht weiter, aber gehen wir nicht. Es ist dann noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich sage, es braucht auch seine Zeit, ein Vertrauen, dass sich überhaupt die Person öffnet. Und ich möchte niemandem unter Druck setzen. Ich möchte, dass er wirklich von sich aus das wirklich erzählen will, wenn es auch Zeit dazu ist. Weil es braucht einfach, wie bei einem Äpfelbaum, braucht es einfach eine Zeit, bis die erblüht und die Frucht reif ist. Okay. Und die Zeit lasse ich eigentlich auch meinem Klienten. Und das ist extrem wichtig, dass er das Tempo entscheidet und auch den Zeitpunkt, wenn er darüber reden will. Okay. Ja, weil ich stelle mir vor, so die heutige Zeit, die so schnelllebig ist, ich habe das Problem, ich will das loswerden. Ich habe Lernschwierigkeiten, ich will eine Prüfung im halben Jahr, ich will eine Ausbildung machen. Ich tue mich mega schwer mit Lernen. Ich weiß es vielleicht auch bewusst, respektive nicht vielleicht. Ich weiß auch, dass ich nehme jetzt das als ein Beispiel, dass ich schon immer Mühe hatte mit Lernen. Ich darf zum Glück sagen, es betrifft mich jetzt nicht wirklich persönlich, also doch vielleicht in gewissen Fächern. Ich glaube, ich muss mal bei dir vorbeikommen. Einfach so generell, oder? Das sind so die Sachen, wo man noch weiß, dass einem das immer schwer gefallen ist. Hilft mir ja jetzt nicht, wenn ich als Kind Mühe hatte, ich würde jetzt die Ausbildung machen und ich habe Hemmungen, mich anzumelden, weil ich Bedenken habe oder um es klar formulieren, Angst habe, dass ich das nicht kann, weil ich überfordert werde oder weil ich den Stoff nicht in den Kopf hineinbringe, dann möchte ich jetzt eine Lösung. So. Und eben nicht 15 Mal in der Kindheit gucken, graben. Da. Zudem würde mich nämlich interessieren, in welchem Zeitraum läuft denn so eine Therapie ab. Das heisst, logisch, wahrscheinlich kommt von dir auch wieder die individuelle Wünsche und Zeitspanne, aber wenn ich jetzt ein Beispiel, ich will eine Ausbildung anfangen, oder ich habe die vielleicht sogar schon angefangen und in einem halben Jahr habe ich die Abschlussprüfung. Und ich blockiere mich selber, das merke ich beim Lernen, weil puh, mir kommen alle Gedanken durch den Kopf. Wie viele Sitzungen braucht es erfahrungsgemäß, dass ich eine Änderung spüre? Das ist extrem schwer zu sagen, weil das ist wirklich, das kommt auf dich drauf an, wie bereit und offen du bist. Ich müsste eine Sitzung mit dir machen, dass wir uns auch kennenlernen, Okay. wo du stehst und dann kann ich sagen, hey, schau, du brauchst zwei, drei, es reicht eine Sitzung. Okay. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie du mit der Persönlichkeitsentwicklung, wie stehst du zu dir,
wie kannst du etwas umsetzen? Und das müsste ich natürlich auch herausfinden, zum Beispiel gerade mit den Lerntypen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, 4 Lerntypen. Ja, den habe ich schon gehört. Ja. Das ist eben über das Ohr, das Maul, über die Hände und über die Augen. Ja, genau. Und das ist dann einfach wichtig, was bist du für ein Lerntyp? Ja. Und wie schnell kannst du etwas umsetzen? Dann geht's. Du kombinierst dein ganze Wissen über die ganzen Lernstrukturen plus die Farben ist dein Hilfsmittel. Also das ist wie dein Helfer, dein Dolmetscher, dein Helfer, der Anker für deinen Klient, wo er mit dieser Farbe mit auf den Weg geht. Und ich höre jetzt daraus heraus, es gibt eine erste Sitzung, du lernst mich kennen, du findest aus Erfahrung wahrscheinlich heraus, wie ich bin und was ich bin, oder es sagt dir, anhand von irgendwelchen messbaren Wert weißt du, es braucht 2 Sitzungen, es braucht 4 Sitzungen. Aber wir reden jetzt schon so von 1 bis 5 Sitzungen mal, bis ein Thema gelöst ist oder so viel verbessert ist, dass ich dich vielleicht nicht mehr brauche oder einmal mit einem guten Gefühl meine Ausbildung weitermachen kann. Ist das der Rahmen? Nicht 20, 30 Sitzungen? Nein. Also ich sage jetzt einfach zwischen 1 bis 5. So. Ah, super. Also das sicher. Okay. Ich spüre das ja dann schnell mal und nach der ersten Sitzung wirst du schon einen Erfolg haben. Ja. Und auf dem bauen wir auf. Du wirst dich viel schneller kennenlernen. Ich gebe dir Methoden, Sachen an die Hand, die dich mit der Farbe stimulieren, mehr Energie fliessen lässt in dir rein. Wo dir einfach ein wohliges Gefühl gibt, eine Farbe, eben deine Lieblingsfarbe zum Beispiel, wenn du merkst, du bist an einer Blockade, wo du einfach merkst, an dem Hindernis kommst du jetzt einfach nicht durch. Dann kannst du die Farbe nehmen, du spürst auf einmal, dass es auf einmal einfacher wird. Meditation, wo du zum Beispiel dich auch kannst... Über diese Farbe quasi genau, automatisch zum Beispiel, in die Gedankenschlaufen reinkommen oder so, wo und wir quasi rauskommst. Üben. Genau. Ja, okay. Hey, das ist mega spannend. Ich denke, Alexa, ich mache dann gerade nächstens mal einen Termin bei dir. Das werde ich mal erleben. Sehr gerne. Wir hören uns zu einem anderen Input-Talk wieder. Ja, mal sehr gerne. Danke dir vielmals. Cool. Merci vielmals fürs Kommen. Ja, schon. Mach's gut. Gleichfalls. Ciao. Tschüss.